Seeker Hours. Aloha Wohnzimmerpiraten, willkommen zur Schiffseinweisung hier auf dem Seekrauts-Kanal. Ihr habt euch sicher schon darauf gefreut, die Yoshino steht im Hafen und jetzt gibt's alle Details, die ihr wissen müsst. Fangen wir direkt an mit der Geschichte. Es ist ein B-65-Programm der Japaner gewesen, die dieses Schiff hervorbringen sollte. Wir haben schon ein Schiff im Spiel, das nennt sich Azuma auf T9. Das hier ist jetzt ja T10. Die T10-Variante davon sozusagen ist seit kurzem im Spiel verfügbar für 248.000 Kohle in der Waffenkammer, wenn die Azuma eben für Free XP zu holen war. Prinzipiell kann man sagen, es ist die Antwort der Japaner auf die Alaska-Klasse, die ja tatsächlich gebaut wurde, während die Japaner hier den Bereich dann abbrechen mussten aufgrund des Fortschritts des Krieges. Was kann man noch zur B-65-Klasse sagen oder zu dem Entwurf zumindest? Es wurde einiges genommen von der Yamato, die Erkenntnisse der Yamato sind hier eingeflossen, aber auch die Stilelemente sind hier ein bisschen mit eingeflossen. Wenn man sich den Rumpf vorne so anguckt, ist es mit der Yamato doch recht ähnlich, außerdem wurden eigentlich technische Sachen in der Yoshino dann eben ja, von der Yamato so ein bisschen übernommen, abgewandelt natürlich auf das kleinere Kaliber. Ihr habt schon gemerkt, wir reden auch so ein bisschen über die Azuma. Wir wollen nämlich herausfiltern, wo die Schiffe sich unterscheiden. Und damit fangen wir direkt bei der Überlebensfähigkeit an. 61.800 Trefferpunkte, das steht hier zu Buche. Das sind 3.500 Trefferpunkte mehr, als die Azuma hat. Wobei der Torpedo-Schadensverringerungsschutz hier bei 22% bei beiden Schiffen identisch ist. Dann geht es weiter bei der Panzerungsanordnung, die wir uns hier direkt angucken können. Die sieht im ersten Moment erstmal gleich aus. Es gibt eigentlich nur einen Unterschied hier in der Mitte bei den 30 mm. Da sind es nämlich bei der Azuma auch nur 25. Kurz zu den Panzerungsstärken. Die 25 mm ermöglichen ein Overmatch ab 358 mm Projektile. Also eigentlich kommt da so gut wie alles durch. Ihr fahrt ja mit der Yoshino nicht gegen also eine Duke of York oder King George V oder sowas in der Art. Ihr seid hier maximal in T8 Gefechten, es sei denn, eine andere Gruppe hat irgendwie einen T7er mit hochgezogen, was doch recht unwahrscheinlich ist. Ja, bei den 30 mm, die ihr hier habt, ist das mit dem Overmatch schon wieder anders, denn da geht es erst ab 429 mm mit dem Overmatch los. Das heißt, die Republik macht da vernünftig, also würde euch overmatchen die Kreml, die Conqueror mit den großen Geschützen, Yamato, Musashi natürlich sowieso. Da ist es natürlich dann wieder gefährdet, aber sonst die 380 mm wie John Barr und so eine Sachen oder auch die 406er der Amerikaner kommen da mit dem richtigen Winkel nicht so einfach durch, ne? Overmatch ist ja einfach, die Winkelabfrage wird ignoriert, die Panzerung wird ignoriert, wenn die Panzerung 14,3 mal kleiner ist als das Kaliber des Projektils. Wenn wir uns dann hier nochmal weiter anschauen, haben wir hier 195 mm, 101 mm, sieht hinten ganz genauso aus. An der Seite 178, 144, 96 mm. Das heißt, mit der Panzerung außen kommen wir auf gesamt 203 mm und damit seid ihr für alle Schlachtschiffe ohne weiteres zu Zitadellen. Die Zitadelle guckt hier aus der Wasserlinie raus, ist hier ganz gut zu sehen. Das heißt, niemals Breitseite zu Schlachtschiffen zeigen und auch bei Kreuzern müsst ihr vorsichtig sein, auch Large Cruiser, wie wir hier eben die Yoshino haben, sind natürlich eine riesen Gefahr für euch, die können euch auch auf maximale Kampfentfernung eben Zitadellen reindrücken. Eine Rhone Hindenburg, da sieht es schon wieder anders aus, die muss 12,9 Kilometer an euch ran, eine Desmo, da reichen 14,6 Kilometer, die würde euch mit der AP dann da auch Zitadellen reinpressen. So, und oben gucken wir uns noch das Zitadellendeck an, das ist hier leicht abgeschrägt, hier kann man das sehen. Aber wir haben hier 125 mm überall. Zu der HE-Geschichte kann man auch sagen, dadurch, dass ihr eben hier relativ dünn beseitet seid, ist es natürlich recht einfach für HE-Spammer da Schaden zu machen. Also 152 mm mit IFHE wird ohne weiteres bei euch großen Schaden verursachen. Hier im vorderen Bereich auf jeden Fall. Bei den 30 mm kommen sie mit IFHE halt dann auch durch. Die Aufbauten sowieso. Also HE-Spam, das ist Yoshinos Anfälligkeit. Also noch schlimmer als bei anderen Schiffen, kann man bald sagen. Gerade weil das Schiff ja doch recht träge ist. Es ist halt eine Mischung aus Kreuzer und Schlachtschiff. Ja, da solltet ihr eher Reis ausnehmen oder euch fernhalten von diesen Schiffen. Auch eine Akizuki, Kitakase und so eine Sachen, ja. Die kommen dann nachher mit IFHE-Skill halt ohne Probleme auch bei euch da durch. So, nun schauen wir uns die Artillerie an. Wir haben hier bei der Yoshino, wie auch bei der Azuma, zwei Türme vorne, ein Turm hinten. Jeder Turm hat drei Rohre,
vom Kaliber 310 mm. Die Werte, die ihr jetzt eingeblendet seht, sind weitestgehend identisch. Ich will jetzt nur mal die Unterschiede hervorheben. Das ist zum einen die Ladezeit, die hier 18,5 Sekunden beträgt. Standardmäßig. Bei der Azuma haben wir 20 Sekunden. Die maximale Streuung ist hier natürlich höher als bei der Azuma. Das bezieht sich halt auf die maximale Kampfentfernung. Die maximale Kampfentfernung hier ist 21,3. Bei der Azuma haben wir 19,1. Beides hat ein Sigma von 2,05. Das heißt, man kann das wirklich gut miteinander vergleichen. Ich habe jetzt einfach mal den Wert genommen. Wir haben hier eine Streuung von 10,19 Meter pro Kilometer Kampfentfernung bei der Yoshino und eine Streuung bei der Azuma von 10,26 Meter pro Kilometer Kampfentfernung. Ihr merkt also, die Yoshino ist sogar einen ganz kleinen Ticken genauer als die Azuma. Das wird sich aber im Kampf wahrscheinlich kaum bemerkbar machen. Wenn wir uns dann von oben durcharbeiten, die HE-Granate ist absolut identisch, Brandwahrscheinlichkeit 27% mit dem Alpha-Damage von 5100, ist natürlich ein guter Penetrationswert, das heißt, ihr könnt ordentlich Schaden abstauben, gerade wenn ihr dann zum Beispiel die Aufbauten trefft und all so eine Sachen, da gibt es auch mal ganz schnell Salven, wo ihr 10.000 Trefferpunkte einfach mit einer HE-Granate, mit einer HE-Schelle macht, also mit einer Breitseite möglicherweise oder einfach nur mit Doppelgeschützen, das ist alles möglich und sorgt dann auf jeden Fall für einen ordentlichen Fluchen beim Gegner. Auch da, die Brandwahrscheinlichkeit ist einfach genial, gerade wenn man sie dann auch hochgeskillt hat. Weiter geht's zur AP-Granate und dazu kann man wieder ein bisschen mehr erzählen, denn wir haben hier ganz normale Standard-Abprallwinkel 0 bis 30 Grad oder 30 bis 45 Grad die Chance auf Abpraller. Das heißt, ist halt nichts Besonderes in dem Fall. Die Zündverzögerung beträgt hier 0,033 Sekunden. 51 mm sind zu penetrieren, damit die Granate hier auslöst. Und ja, sonst gibt es halt eben einen Overpen. Ne? Das ist einfach üblich, sage ich es einfach mal. Normalisierung sind 6 Grad, das heißt, die Granate verbessert sich im Winkel, im Aufschlagwinkel um 6 Grad. Wenn es dann so auf der Kippe ist, ist das natürlich für euch ein schöner Vorteil. Was penetriert ihr denn auf der maximalen Kampfentfernung? Bei der Yoshino sind da 319 mm auf 21,3 Kilometer Kampfentfernung. Dann geht es weiter mit 15 Kilometer, haben wir 381 mm auf 10, 448 und auf 5, 529 mm Panzerung. Kann die AP-Granate einfach mal so durchschlagen und hat dann da Spaß in den gegnerischen Räumen. Vielleicht halt auch der Zitadelle. Ne? Also ist ein richtig guter Kreuzerschreck, die Yoshino. Das muss man einfach sagen. Bleibt einiges an Schaden bei euch kleben. Und ja, dann kommen wir eigentlich schon zum nächsten Thema. Denn das ist die Sekundärbewaffnung, die hier 6 Kilometer weit standardmäßig schießen kann. Ist natürlich so eine Sache, ihr kommt in der Regel nicht so nah an ein Schlachtschiff ran. Muss man einfach mal sagen, ihr seid ein Distanzkampfschiff. Aufgrund der dünnen Panzerung und so weiter seid ihr da üblicherweise nicht in der Region. Vielleicht im Late Game irgendwann mal in irgendwelchen Situationen. Und dann geht es eben weiter, dann können wir uns die Torpedos reinziehen. Das hat die Azuma überhaupt nicht und die Yoshino hat sie eben bekommen, um diesen T10-Vorteil halt auch so ein bisschen auszunutzen. Ihr könnt euch ja vielleicht noch damals an die Entwicklung erinnern. Ursprünglich sollte es nur ein Kreuzer davon geben und dann hat man bei der Entwicklung festgestellt, ach ja, Azuma für T9, Yoshino können wir auf T9 nicht nehmen, müssten wir zu doll verändern, damit wir sie auf T9 überhaupt benutzen können. Von daher bauen wir eine für T10 und eine für T9 und die eine hat halt keine Torpedowerfer und die hier hat welche und zwar gleich zwei verschiedene. Wir haben hier jeweils zwei Werfer links und rechts, also gesamt vier Vierlingswerfer mit einer Torpedoreichweite von 20 Kilometer und ja, die Nachladezeit hat es in sich 3 Minuten, passt zumindest 20.900 Alpha Damage, aber der Torpedo, ne, 2,5 Kilometer sichtbar. Oder aber ihr nehmt eben die anderen Torpedos, die es hier noch gibt, nämlich den Typ 93 Mod 3, das heißt, ihr kriegt ein bisschen mehr Ladezeit drauf, 171 Sekunden sind es dann, aber ihr kriegt einfach 2800 Punkte mehr Alpha Damage. Die Geschwindigkeit der Torpedos sind 67 Knoten und nicht nur 62 Knoten, wie das bei den langen Range-Dingern ist. Und eine Torpedoreichweite von 12 Kilometer kriegt ihr mit auf dem Weg. Macht das natürlich alles ein bisschen gefährlicher, den Torpedo, weil er auch nicht so weit sichtbar ist. Nämlich, ich glaube, nur 1,7 Kilometer waren das jetzt ungefähr. Genau, 1,7 Kilometer. Während der langsame Torpedo, der über 20 Kilometer geht, halt 2,5 Kilometer aufgeht. Wobei ich persönlich mit den 20 Kilometer Torps ziemlich gut klarkam. Es gab immer wieder Schiffe, die da halt draufgefahren sind.
gerade wenn man dann aus größerer Entfernung in Richtung der Gegnermeute torpen kann, ohne eigene Schiffe zu gefährden, weil das ist bei so einer Torpreichweite auch immer wieder das Problem, Friendly Fire, da müsst ihr immer euch ja, vorsichtig bewegen, sage ich jetzt einfach mal. Aber es gab fast immer Torpedotreffer in meinen Gefechten, auch mit den 20 Kilometer Torps. Und weiter geht's im Programm dann mit der Flugabwehr, die hier besser aussieht als das, was eben die Azuma bietet. Wir haben hier Zwiebelringprinzip Kurz-, Mittel- und Langstrecke, während die Azuma eben nur Kurz- und Langstrecke hatte. Und mehr Ringe sind einfach besser. Dazu ist der Schaden in allen Bereichen erhöht. Ja, die Schussgenauigkeit, also die Trefferwahrscheinlichkeit, wie sie hier heißt, ist auch höher. Und ja, von daher ja, gibt es eigentlich keine Diskussion. Ist sie erstmal besser? Ihr wisst ja, Wargaming arbeitet zurzeit an der Flak-Mechanik und von daher müsst ihr da auf jeden Fall vorsichtig sein, ob die Werte in 2-3 Monaten noch so aktuell sind, wie ich es euch jetzt gerade sage, müsst ihr euch dann ja einfach weiter informieren. Auf unserem Kanal erfahrt ihr dann auch alles über die Umbauten und so weiter, die da kommen könnten. Von daher ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber prinzipiell rein auf dem Papier ist die Yoshino auf jeden Fall mal besser als die Azuma im Moment. Und dann geht es weiter zur Manövrierbarkeit und zur Verborgenheit. Höchstgeschwindigkeit, Wendekreisradius, Ruderstellzeit, absolut identisch mit der Azuma und genauso macht sie das auch bei der Verborgenheit. Auch diese Werte sind komplett identisch mit 15,1, 10,7 und 11,7. Das ist einfach ganz normal und ist halt der gleiche Rumpf. Da merkt man das sofort wieder. Ne? So, und dann sind wir eigentlich durch die statistischen Werte schon mal durch und schauen uns jetzt die Verbrauchsmaterialien an, die dieser Dampfer hier mitbringt. Wir haben 4 Stück und zwar fangen wir vorne links an, Schadensbegrenzungsteam 1 und 2, unbegrenzt häufig benutzbar. Wir haben ja inzwischen auch Schiffe, die das nur begrenzt haben, deswegen sage ich das jetzt extra nochmal so laut. Ladezeit 60 Sekunden beim Premium-Verbrauchsmaterial ist eine richtig angenehme Sache, also ihr könnt alle Minute dann mal löschen oder eben den Wassereinbruch bekämpfen oder defekte Module wiederherstellen, wie auch immer. Und ihr solltet wie immer Premium-Verbrauchsmaterial benutzen, ihr habt ein Premium-Schiff. Dann geht es weiter mit dem defensiven Flakfeuer, also Slot 2 oder eben der hydroakustischen Suche. Das ist die Wahl, die ihr dann da habt. Auch da 3 Aufladungen oder 2 Aufladungen, je nachdem, welche Verbrauchsmaterial ihr hier benutzt. In Slot 3 gibt es dann, abweichend zur Azuma, hier noch einen Jäger, weil die Azuma hat nur ein Aufklärungsflugzeug und hat da keine andere Wahl. Bei der Yoshino haben wir hier noch einen Jäger, den wir mit reinpacken können und die perfekte Ergänzung für unser defensives Flakfeuer, um noch weiter die Luftabwehr steigern zu können. Und dann kommen wir in Slot 4 und da haben wir eine Reparaturmannschaft, die einen Ticken stärker ist, logischerweise, weil wir hier 0,5 Prozentpunkte der Gesamttrefferpunkte des Schiffes eben wiederherstellen können. Ist aber ja klar, die Azuma hat weniger Trefferpunkte vom Gesamtrumpf, daher ist da der Wert ja auch niedriger. Hier machen wir 309 Punkte pro Sekunde, 28 Sekunden sind wir aktiv mit der Reparaturmannschaft. Das heißt, 8652 Punkte könnten hier im Maximalfall wiederhergestellt werden. Wenn ihr die India-Delta-Flagge benutzt, dann sind es 370 Punkte pro Sekunde, das macht summa summarum dann 10.360 Punkte, die ihr da wiederherstellen könntet. Also ist ein ganz ordentlicher Wert und davon habt ihr dann eben mit dem Inspekteur zusammen 5 Aufladungen mit dem Premium-Verbrauchsmaterial und das lohnt sich dann schon, muss man ganz ehrlich sagen. Dann sind wir bei den Verbesserungen auch durch, beziehungsweise beim Verbrauchsmaterial und kommen jetzt dann zu den Verbesserungen. Und da gibt es dann ja schon mal noch ein paar Möglichkeiten, die ihr da anders machen könnt, die will ich euch jetzt mal gleich mit auf den Weg geben. Erstens, wir fangen vorne an, Hauptbewaffnungsmodifikation 1 ist, glaube ich, ohne Diskussion. Ihr habt Torpedos und ihr habt Hauptbewaffnungen, also Artillerie und das gilt es natürlich zu verbessern und zu schützen vor Ausfällen oder dass die Sachen eben schneller wiederhergestellt werden. Darum Hauptbewaffnungsmodifikation 1. In den ersten Slot. In den zweiten gibt es Schadensbegrenzungssystemmodifikation 1. Ihr neigt jetzt nicht dazu, dass euer Antrieb oder euer Steuergetriebe häufig ausfällt. Da ist der einzig sinnvolle Bereich, dass ihr eben nicht so häufig brennt oder nicht so häufig den Wassereinbruch erleidet. Ja, deswegen in Slot 2 den Bereich. Jetzt kommen wir dann zu Slot 3, wo das effizienteste der Zielsystem meiner Meinung nach ist, weil ihr halt Torpedowerfer habt. Damit wird die Drehgeschwindigkeit erhöht und eben die maximale Streuung der Hauptbatterie verringert, nämlich um 7%. Und dann kommt er auf einen recht angenehmen Wert bei der Yoshino hier, nämlich dann auf 202 Meter.
Und ihr könnt hier alternativ was anderes noch einbauen. Meiner Meinung nach dann die Flakbewaffnung, die noch alternativ einigermaßen Sinn machen kann, aber nicht so effizient ist. Ihr kriegt auf der Mittel- und Langstrecke nur 2 Explosionen jeweils dazu. Das war's. Und ja, dann muss man einfach sehen. Ich denke, das Zielsystem ist hier die sinnvollere Wahl. Ne? In Slot 4 gibt es dann das Schadensbegrenzungssystem Modifikation 2, die hier meiner Meinung nach am meisten Sinn machen. Ihr seid ein Kreuzer, habt aber die Branddauer eines Schlachtschiffs. Ja, muss man ganz klar sagen. Also 60 Sekunden können die Brände hier dauern. Und deswegen wollen wir das so kurz wie möglich halten. Das ist das Ansinnen, was ich dahinter habe. Schadensbegrenzungssystem Modifikation 2 macht hier am meisten Sinn, ist am effizientesten. Gerade auch, weil die Reparaturdauer für die Wassereinbrüche dann auch weiter reduziert wird. Wenn euch das aber nicht so ganz wichtig ist und ihr sagt, das kann ich auch über den Kapitän nachher noch skillen, dann könnt ihr alternativ hier noch die Steuergetriebe-Modifikation einbauen, die hier für mich am meisten Sinn macht, weil ihr dann einfach die Ruderstellzeit, also als Alternative am meisten Sinn macht, dann kriegt ihr die Ruderstellzeit auf 11,12 Sekunden runtergedrückt mit dem Steuergetriebe. Das ist sicherlich schon mal ein ganz cooles Gefühl, wenn man so um und bei 10 Sekunden dann nachher wirklich schon operiert. Das merkt man recht deutlich, muss man ganz ehrlich sagen. In Slot 5 habe ich hier die Tarnsystemmodifikationen eingebaut, beziehungsweise empfehle sie einfach, um eure Sichtbarkeit runterzubekommen. Dann sind wir da bei 13,6 Kilometer zu Wasser. Das ist so das, was man auf jeden Fall erreichen sollte. 10% Erkennbarkeitsreichweite wird reduziert und 5% wird die Streuung der Granaten, die der Gegner auf ihr Schiff abfeuert, eben erhöht. Das ist auch noch so ein Wert, den vergisst man immer mal wieder, dass bei den Tarnsystemmodifikationen eben auch die Streuung der Gegnergranaten erhöht wird. Ne? Deswegen macht das für mich durchaus Sinn. Wenn ihr ganz risikofreudig seid, dann könnt ihr hier die Steuergetriebe-Modifikation 3 einbauen. Ja, und dann lasst da vorne einfach zum Beispiel hier die Schadensbegrenzungssystem-Modifikation 2 drin und nehmt hinten das Tarnsystem raus und baut da die Steuergetriebe-Modifikation ein. Dann gibt es sogar 40% auf die Ruderstellzeit. Dann seid ihr sogar unter 10 Sekunden von der Ruderstellzeit. Ne? Also ein bisschen spielen kann man da durchaus. Dann muss man eben beim Kapitän nachher den Tarnungsmeister reinbauen, damit ihr dann wieder auf den 13,6 Kilometer Wert kommt. Man kann ja durchaus auch diese versuchen, dieses Schiff auf Wendigkeit so ein bisschen zu trimmen. Ne? Auch durchaus sinnvoll. Kommt auf euren persönlichen Spielstil drauf an. Und in Slot 6 empfehle ich hier ganz klar die Hauptbewaffnungsmodifikation 3. Einfach um die Nachladezeit zu reduzieren, nämlich um 12%. Ihr tauscht statt gegen Turmdrehzeit, nämlich die Türme drehen dadurch langsamer um 13%. Und dann gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Wir kommen dann runter auf 16,3 Sekunden Ladezeit, was richtig geil ist bei 310 mm. Und die Dauer der 180-Grad-Kehre ist dann auf 41,4 Sekunden von 36 Sekunden hochgegangen. Das können wir aber wieder mit dem Elite-Schützen so ein bisschen dagegen skillen. Und ihr merkt schon, es gibt hier so ein paar Abhängigkeiten, die wir untereinander einfach versuchen sollten, schön miteinander zu balancieren. Und ihr müsst selber auch ein bisschen überlegen, was ist euer persönlicher Lieblingsstil. Und das könnt ihr dann dementsprechend ein bisschen anpassen. Ein bisschen spielen haben wir da drin. So, jetzt haben wir alle 6 Slots vergeben und dann schauen wir uns nochmal die äußeren Bereiche an. Nämlich die Tarnung, die ihr jetzt ja gerade im Gefecht seht. Das ist eben hier die Typ 20 Tarnung, die ihr dazu bekommt, mit den üblichen Werten. Erkennbarkeit zu Wasser um 3% reduziert, Streuung der Granaten um 4% erhöht, Schiffswartungskosten um 50% reduziert, Kreditpunkte um 20% erhöht und dann gibt es noch EP-Gefecht plus 100%. Wie gesagt, bei mir ist jetzt diese MINT-Farbe drauf, weil ich eben hier die Möglichkeit habe, 2 verschiedene Farben zu wählen und ich habe mich eben für diese entschieden. So, Signale. Dann fangen wir nämlich an. In der zweiten Reihe unten, ja, da fangen wir an, welche Signale sind am sinnvollsten. Das ist jetzt meine persönliche Empfehlung. Also, November Foxtrot solltet ihr hier einbauen. Ihr habt eine Menge Verbrauchsmaterialien und die sollten möglichst schnell wieder parat sein. Deswegen November Foxtrot. Die Höchstgeschwindigkeit kann gar nicht schnell genug sein. Also 35,7 Knoten macht dir durchaus Sinn, dann die Sierra Mike Flagge mitzunehmen. Diese beiden Signale sind so ein bisschen, sind gut, aber nicht Pflicht. Jetzt kommen aber 3 Signale, die aus meiner Sicht ganz viel Pflicht sind, nämlich India Delta, um mehr Trefferpunkte bei der Reparaturmannschaft darzustellen oder herzustellen. Dann Juliet Yankee Bisou 2, um die Reparaturdauer des Wassereinbruchs um 20% zu beschleunigen. Und dann geht es noch weiter. Zeit für die Brandbekämpfung um 20% reduziert. Das sind so 3 Flaggen, die müsst ihr unbedingt mitnehmen. Und das nächste, was ihr meiner Meinung nach unbedingt mitnehmen solltet, ist die Victor Lima Signalflagge, um die Brandwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und dann, da sind wir jetzt im oberen Bereich, die India X-Ray Flagge, um da auch nochmal die Brandwahrscheinlichkeit
Brandwahrscheinlichkeit um 1% zu erhöhen. Das ist einfach super sinnvoll. Und dann haben wir schon einiges an Flaggen vergeben und können uns jetzt noch auswählen. Es gibt noch zwei Flaggen, die richtig sinnvoll sind aus meiner Sicht. Einmal die Juliet Whiskey Una One, um die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit eurer Torpedos zu erhöhen. Oder ihr baut dafür die November Echo Set 7 Flagge ein, um den kontinuierlichen Flaggschaden der Mittel-, Lang- und Kurzstrecke zu erhöhen. Das ist so eure Qual der Wahl, ja? Um es mal so auszudrücken. Ich hatte jetzt nicht so große Probleme, dass ich irgendwo die Donationen erlitten hätte oder so eine Sache. Von daher rate ich davon jetzt erstmal nicht. Also dazu erstmal nicht. Müsst ihr dann selber wissen, was ihr einbaut. Ich entscheide mich jetzt hier einfach für die Torpedo-Geschichte, Wassereinbruchswahrscheinlichkeit. Das ist für mich hier, denke ich mal, ganz sinnvoll, weil ich oft auch die Torpedos der Yoshino benutzt habe und ich bin auch noch nicht pink gewesen durch dieses Schiff. Also nicht aus der zweiten Reihe Torpen, immer schön überlegen, ob da jetzt eventuell noch einer reinfahren kann. Und dann sind wir schon mit der äußeren Geschichte durch. Signale, Tarnung, Flaggen könnt ihr euch dann frei auswählen, wie ihr das dann gerne möchtet. Und dann kommen wir zum Kapitän auf der Yoshino. Wie sollte der denn jetzt geskillt sein? Ich habe jetzt hier Yamamoto Isoroku parat gelegt, weil das definitiv ein Kapitän ist, der hier sehr sinnvoll auf dem Schiff sein kann. Und zwar fangen wir oben links an. Vorrangiges Ziel. Ihr müsst wissen, wie häufig ihr aufgeschaltet werdet, einfach um entscheiden zu können. Schieße ich jetzt nochmal oder lasse ich mich lieber erstmal zugehen? Ich hatte die Overmatch-Problematik angesprochen. In den Gefechten, in denen ihr unterwegs seid, sind oft Schiffe unterwegs, die euch einfach ohne Probleme overmatchen können. Und von daher müsst ihr eben aufpassen, dass ihr eure Türme im richtigen Moment einsetzt. Vielleicht, wenn ihr hinter dem Berg seid oder direkt hinter dem Berg fahrt oder da gleich wieder zu seid, solche Sachen. Das ist Nummer 1. Wenn ihr dann 3 Skillpunkte habt, dann können wir hier gleich weitergehen und das ist dann eben Elite-Schütze, um die langsame Turmdrehzeit wieder auszugleichen. Da gibt es dann 1 Grad pro Sekunde, wenn ihr Isoroku benutzt. Bei den Standardkapitänen sind es 0,7 Grad pro Sekunde und dann kommen wir auch wieder auf die um und bei 36 Sekunden Turmdrehzeit. In der dritten Reihe würde ich euch erstmal empfehlen den Inspekteur, damit ihr mehr Verbrauchsmaterial zur Verfügung habt, also defensive Flakfeuer, Jäger und Reparaturmannschaft wird einfach verbessert. Und dann in der vierten Reihe würde ich euch die Tarnung empfehlen, denn wer nicht sichtbar ist, kann auch nicht so schnell anfangen zu brennen oder große Probleme haben. Und so kann man am meisten damit rumspielen. Ihr kommt dann runter auf eine Sichtbarkeit von 11,86 Kilometer. Also das ist schon richtig geil, wenn da 310 mm plötzlich um die Ecke stehen. Auf 11 Kilometer könnt ihr sehr, sehr genau schießen mit der Yoshino, muss man einfach so sagen. Wenn ihr dann weitere Skillpunkte zur Verfügung habt, also dann 13, würde ich euch empfehlen, Grundlagen der Überlebensfähigkeit zu skillen, um nochmals die Branddauer, Wassereinbruchsdauer und so weiter zu reduzieren, und zwar um 15%. Um dann zu den 16 Skillpunkten zu kommen, würde ich sagen, Sprengmeister hier einbauen, um die Brandwahrscheinlichkeit weiter zu erhöhen. Mit in Verbindung der Flaggen und dem Standardwert sind wir nachher bei 31% Brandwahrscheinlichkeit pro Projektil, was ihr da HE-mäßig rausschmeißt. Ja, dann haben wir 16 Skillpunkte vergeben und dann gibt es hier oben den Adrenalinrausch. Der macht definitiv Sinn auf dem Schiff, um die Ladezeit einfach noch weiter zu verkürzen. Dann sind auch nachher mal alle 15 Sekunden Mumpeln draußen. Also ihr tauscht einfach euren Schaden, den ihr nehmt, gegen Ladezeit. Ne? Und hier im oberen Bereich habt ihr dann Skill 19, den ihr noch irgendwo verteilen könnt. Entweder in den Ladeexperten oder in die präventiven Maßnahmen. Das macht meiner Meinung nach durchaus Sinn. Solltet ihr nicht ganz so viel Tarnung benötigen und das vorne so geskillt haben, wie ihr da gemacht habt, könnt ihr den Tarnungsmeister hier auch gegen den Brandschutz noch tauschen und schon habt ihr eine maximale Brandabsicherung hier erreicht. Also da gibt es ja dann nochmal Risiko des Brandes um 10% reduziert und die Brandquellen sind dann auch nochmal reduziert. Also darf man bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen. Müsst ihr dann so tauschen, wie ihr das eben möchtet. Ne? Lieber Tarnung oder lieber Brandschutz, das ist so ein bisschen Gefühl für euer Schiff oder eben Fahrstil. So, und dann haben wir 19 Skillpunkte vergeben. Ich habe euch versucht, jetzt so eine kleine Reihenfolge an die Hand zu geben, was meiner Meinung nach am sinnvollsten dabei sein kann. So, und dann kommen wir schon zum Fazit. Also, die Yoshino ist ein Schiff, das macht wirklich, wirklich eine Menge Spaß. Richtig gefahren, also aus der zweiten Reihe schießen sozusagen mit der Artillerie und Torpedos dann einsetzen, wenn es die Situation zulässt. Zum Beispiel auch wenn ihr flüchten müsst, dann könnt ihr perfekt auch mal nach hinten torpen, ohne gleich offen zu sein. Welcher habt ihr Glück und da fährt dann auch noch mit einer rauf.
Was ist mir am positivsten aufgefallen? Also der kurze Reload der Hauptgeschütze ist eine richtig geile Sache. Die Torpedos sind einfach, die bringen mich immer wieder mal zum Lächeln im Eifer des Gefechts. Die setzt man halt, wie ich eben schon sagte, einfach mal ab. Dann macht die HE richtig schön viel Spaß auf große Distanz. Könnt ihr die gut einsetzen und ihr penetriert halt recht gut. Ihr habt einen hohen Alpha-Damage, das merkt man einfach. Und nächster Punkt ist die mögliche niedrige Erkennbarkeit des Schiffes. Ja, Katja hat euch ja eben gerade schon gesagt, wir sind bei 11,9 Kilometer ungefähr. Das ist ein richtig guter Wert für so einen Heavy Cruiser. Großer Kreuzer, so ist das richtige Wort. Ja, und dann die hohe Kampfreichweite bei der Yoshino. 21,3 Kilometer, das ist schon wirklich was Besonderes. Und dann kommen wir auch natürlich zum Kontra. Prinzipiell die schlechte Panzerung, das heißt die Anfälligkeit für Zitadellen. Ihr müsst euer Schiff wirklich mit Bedacht einsetzen, damit ihr nicht ganz schnell raus seid aus dem Gefecht. Dann natürlich die schlechte Turmdrehzeit, dass ihr halt relativ lange braucht, bis die Türme dann wieder ausgerichtet sind. Ja, und die lange Branddauer, ne? Also Schlachtschiff-Branddauer auf dem Kreuzer. Ihr habt nicht so viele Trefferpunkte wie ein Schlachtschiff auf T10. Das sind ja jetzt inzwischen auch bei der, wenn wir das jetzt mal mit der Kreml nehmen oder bei der Yamato, da sind wir in der gleichen Nation, die haben einfach mal 30.000 Punkte mehr oder sogar noch mehr als 30.000 Punkte. Da ist das ist halt ein Problem, ne? Dass ihr hier 60 Sekunden brennt. Darum ist mein Bild auch so ausgerichtet, wie ich es euch jetzt gezeigt habe, nämlich die Branddauer so kurz wie möglich zu halten, um so viele Trefferpunkte zu saven wie eben möglich. Kommen wir zum Fazit. Würde ich die Yoshino empfehlen. Wenn ihr die Azuma nicht habt, dann empfehle ich euch die Yoshino auf jeden Fall. Unheimlich cooles Schiff, macht eine Menge Spaß, auch wenn es eine sehr, sehr lange Bohne ist. Also die ist fast so lang wie die Yamato. Wenn ihr die Azuma habt und euch für kein anderes Schiff erwärmen könnt, macht ihr mit der Yoshino nichts falsch. Ihr braucht den Kapitän eigentlich gar nicht groß umbauen und der ist 1:1 anwendbar. Ihr werdet einfach alles ein bisschen schneller machen können, ne? Also ein bisschen schneller nachladen zum Beispiel. Ihr habt eben Torpedos dabei, ihr habt eine bessere Flak gegenüber der Azuma. So eine Sache ist einfach eine Verbesserung des Schiffes. Allerdings wäre dann die Azuma eigentlich unnötig, muss man ja sagen, weil ihr kommt am Ende eigentlich in die gleichen Gefechte, bis auf wenige Ausnahmen. Von daher, ja. Wenn ihr die Kohle habt, dann setzt sie ein, kauft euch die Yoshino. Ich persönlich habe darauf gewartet und bin definitiv nicht enttäuscht worden. Und das soll es eigentlich auch schon gewesen sein von unserer Schiffseinweisung hier in diesem Fall. Wenn ihr noch Fragen habt, die ich jetzt nicht beantwortet habe in dieser Schiffseinweisung, einfach unten in die Kommentare rein. Sonst bitte ich euch natürlich, wie hier in jedem Video, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr uns jetzt das erste Mal seht, gerne auch ein Kanalabonnement. Dann verpasst ihr hier keine weiteren Videos mehr vom Ausblick, von der Flaschenpost, von Livestreams oder weitere Schiffseinweisungen, die wir für euch natürlich vorbereiten werden oder erstellen werden. Wir gehen da auch auf Wünsche ein. Ihr könnt uns auch im Discord natürlich besuchen oder auch bei Facebook oder auch bei Instagram. Wir sind überall irgendwo vertreten. Im Discord gibt es natürlich eine ganz enge Konversation, zum Beispiel dann auch mit mir, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt, solche Sachen. Wir können uns da gerne einfach auch mal austauschen. Die Links findet ihr alle unten in der Beschreibung bei dem Video. Und jetzt sag ich, danke für eure Zeit, danke für Zuschauen und bis zum nächsten Video hier auf unserem Kanal. Bis dahin, euer Andi. Ciao, ciao. Zero.